Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Kingdom. So, ich habe jetzt eine geschlagene Stunde damit verbracht, hier nach diesem Rezept zu suchen. Und es ist mega schwer versteckt. Also, wenn man so schnell, schnell macht und guckt und hier und da. Ich habe hier wirklich jeden Zentimeter abgesucht und dabei liegt das hier im Regal. Ganz ehrlich, ich habe hier, wenn man hier jetzt drauf zugreift, sieht man ja hier, kann man ja einmal klauen, Knoblauch und Co. Ich mach mal lieber Tür zu, nicht, dass hier gleich noch jemand reinkommt. Ist ja mittlerweile schon Tag geworden. Ja, hier ist das Rezept und fertig. Es ist mir aufgefallen, als ich hier vorne stand und, ne, hier war das so, und dann da stand Käse. Und ich habe echt gedacht, das kann man gar nicht looten. Das kann man auch noch looten. Also ich könnte jetzt hier zum Beispiel das Brot einfach mitnehmen. Ne? Und dann verschwindet es auch raus, aber da bin ich echt nicht drauf gekommen. Ich habe echt gedacht, dass es hier vorne im Vorraum ist. Und bin jetzt die ganze Zeit hier rumgelaufen und rumgelaufen und rumgelaufen. Ich habe hier wirklich jeden Zentimeter. Ich habe sogar in den Käfig da oben versucht reinzukommen. Und ja. Ich möchte kein Meerrettich mehr. Ich bin schon rettig genug. Naja, gut, aber egal. Wir haben das Rezept. Das heißt, wir können den Diebstahl fortführen. Jetzt müsste ich nur gucken. Schnellreise empfohlen über Sasau oder über Meriod? Ich denke mal über das Kloster. Ich glaube mal, über das Kloster wäre am sichersten. Also am sichersten nicht, weil auf dem Weg kann ja immer noch allen möglichen Käser passieren. Aber ich denke mal, das dürfte so am ehesten passen. Ist ein kürzerer Weg. So, und ich gehe auch noch mal in die Kommentare, will ich versuchen, auch noch heute einzugehen. Und zwar wegen dem Pferd, was in Meriod ja nicht ist. Wir sollen mal probieren, dass wir es quasi von einer anderen Stelle, also zum Beispiel vom Neuhof, ein Pferd stehlen. Das denn quasi dort oben abstellen in Meriod beim Stall. Und dann wird es als nochmal zum Diebstahl angeboten, weil man es immer wieder stehlen kann. Weil es ja einen selber nicht gehört. Und dann das zum Bauern. Dass man vielleicht so die Quest so ein bisschen umgehen könnte. Das würde ich gerne auch nochmal ausprobieren. Das klingt eigentlich so vom Prinzip her machbar. Wie gesagt, das, was ich noch dazu gefunden hatte, war jetzt halt, dass erst nach Abschluss alles wieder da sein soll. Ob es jetzt nun wirklich jetzt der Fall sein wird, weiß ich natürlich nicht. Zur Not müssen wir dann halt warten, bis wir hier alles durch haben. Aber schauen wir mal. Kriegen wir auf jeden Fall. Was war das denn jetzt? Komme ich da nicht durch mit dem Pferd? Tatsache. Stahlbüsche. Es sind einfach nur solche Stahlbüsche. Rüber hopseln. Fest hopseln. Dran vorbei hopseln. Ja, da. Das sieht doch so aus, als wenn wir da durchkommen. Ja, jetzt. Ja, die Stahlbüsche, die kennt jeder. Das würde ich mir auch wünschen, dass man hier durch die Stahlbüsche eigentlich mal so durchreiten kann. Gut, ab einigen Sachen würden sie halt ein bisschen noch Sinn ergeben, aber so. Gucken wir jetzt erstmal. Mal sehen, was jetzt hier unser werter Simon, vielleicht, ob er noch einen Auftrag hat oder nicht. War noch Simon, ne? Ah, ich bin immer so schlecht mit den ganzen Namen. Oder Simon, oder irgendwas mit S war es. Das weiß ich. Ja, Simon. Gott schenke dir Gesundheit. Wie kann ich dir helfen? Hier ist das Bierrezept. Wunderbar. Hier deine Belohnung. Okay. Hat er noch einen Auftrag? Hast du einen lohnenswerten Auftrag? Es lohnt sich eher für mich, aber du kannst gern mitmachen. Der Schuster in Sasau hat ein paar schöne Stiefel für die hohen Herren gefertigt.
und soll sie mit Sporen versehen. Die Sporen will ich haben. Würde der Schuster denn nicht Ärger bekommen, wenn die Sporen weg sind? Und ist das unser Problem? Wohl kaum, oder? Bald gehören sie dir. Verlass dich drauf. Lass dich nicht erwischen. Okay, so, jetzt werde ich aber noch mal kurz gucken, denn wir haben noch ein klein wenig, im Pferd so ein bisschen Diebesgut und Co. Und vor allen Dingen auch recht viel Fleisch. Das hatte ich jetzt einfach nur erstmal ins Pferd gepackt. Deswegen nehmen wir uns das jetzt hier einfach noch mal alles mit und geben ihnen das. Wobei, den Ritterschnaps, den lasse ich im Pferd. Der kann uns nicht schaden. So, und... Ich habe hier Dinge, die ihren Besitz... Aha. Mein Gott sei mit dir. Dann wollen wir doch mal gucken. So, dann hier einmal Apfel. Nein. Siehst du, ich habe die Kräuter gar nicht weggepackt. Ha? Da habe ich wieder was vergessen. So, aber hier den Branntwein, den kannst du haben. Wir haben unser eigenes. Hier die Brezeln. Das ist mir alle zu schwer. So, die Brötchen. Speisen des Herkules, dies hatten wir fertig gelesen. Das Dörrfleisch, das brauchen wir gleich für unseren Hund. Den Wein darfst du noch haben. Die Einbeere definitiv nicht. Meine Fliegenpilze, oh Gott, nein, nicht meine Fliegenpilze. So, dann hier Hammelfleisch. Ich weiß, wir kriegen dafür fast gar nichts an Kohle, aber was soll's mir jetzt im Pferd vergammeln? Durch die ganzen Schnellreisen. Und dann bin ich mal gespannt, was die Sporen so hergeben. So, Schmiedezett. Da haben wir noch Meerrettich. Wie haben wir noch so schwer? Hier nochmal 5 Met. Die Milch. Räucherwurst. Kennt man nicht den ganzen Laden leer nehmen, gleich mitnehmen sollen. So, Salbei behalten wir. Schnaps können wir uns selber reinpfeifen. Oh, hier haben wir noch Speck. Der gute Speck. Der muss weg. So, Trinkwasser. Trockenobst. Wir haben 14 Verbände, die gestohlen sind. Bitteschön, schenke ich dir. Dann nochmal 11 Mal Wein. Wir sind wirklich so schwer. Habe ich noch irgendwas vergessen? Wir haben noch nicht so viel bei. Ja, klar, von jedem so ein bisschen was, aber... Na gut. Vielleicht sollten wir da nochmal... gucken. Aber egal, Rufverbesserung haben wir auch gekriegt. Dann wollen wir mal schauen, dass wir nach Sasau kommen. Ne? Wie gesagt, machen wir jetzt erstmal, wie gesagt, Müller Simon fertig. Das mit dem Pferd, wie gesagt, vielleicht müssen wir das auch auf die nächste Folge verschieben. Mal gucken, wie gut wir jetzt sind. Oder wie leicht uns das gemacht wird. Eigentlich müsste es ja immer so vom Schwierigkeitsgrad, desto weiter wir kommen. Ja, desto schwieriger wird es natürlich. So geht man immer davon aus. Aber okay, gucken wir mal. Wir gehen erstmal natürlich bei Tage rein beim Schuster. Hallöchen. Okay. So, Schuster-Set. Schuster, 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 wo hast du denn die Spore? Kleine Schuster-Set. Natürlich hat er hier eine leichte verschlossene Truhe, noch eine leichte. Aha. Aber Sporen sehe ich jetzt hier auf Anhieb nicht. Deswegen machen wir hier... Ich lasse euch erstmal in Ruhe arbeiten, ne? Also... Und so... Keiner mitgekriegt. Keine Sporen. Hier dürfen wir auch öffnen. Sehr schwer.
nichts ist. Klotz. Aha. Oh, wer ist denn hier gerade reingekommen? Die Ladenwache ist gerade rausgegangen. Ich hoffe, sechster Sinn macht sich irgendwie bemerkbar. Nur Groschen. Die Schritte. Die machen mich gerade so ein bisschen pickerig, aber die Groschen nehmen wir mit. Groschen kann uns niemand beweisen, dass wir die gestohlen haben. Können unsere eigenen 200 Groschen sein. Aber ich habe die Sporen jetzt noch nicht gefunden. Hä? Wieso sind die jetzt eigentlich rausgegangen? Der Schuster und... Das ist jetzt ein bisschen merkwürdig. Zumal, warum piept das? Weil er was sagt, piept das oder was? So, wir hätten hier einen Schlafplatz auf jeden Fall und drei verschiedene Truhen. Jetzt gucke ich nochmal nicht, dass hier die Sporen wirklich nirgendwo hier liegen. Jagdstiefel, edle Schuhe, Schuster-Set. Gibt's viele Schuster-Sets? Hier stehen auch nochmal Stiefel und so, aber sonst nichts. Okay, er singt sogar. Nee, gut. Hey! Ja, hey! Ja, ist ja gut, Köter. Ist ja gut. Komm mal her, mal Köter. So. Und zwar kriegst du jetzt nochmal was zu essen. Ganz lecker. Und dann würde ich sagen, warten wir mal bis in die Nacht rein. Bitteschön. Lass dir schmecken. Ich werde jetzt natürlich eine Fackel ziehen. Warum ist sie denn jetzt rausgerannt? Ich habe keine Ahnung. Wir warten jetzt mal bis 23 Uhr. Dürfte reichen. Und dann wollen wir mal gleich gucken, dass wir da die Dinger noch aufgeknackt kriegen. Wenn da jemand im Bett schläft, werde ich wohl wahrscheinlich auch eher ihn versuchen umzuhauen. Ich darf, muss nur merken, ne, gedrückt halten ist umbringen. Vielleicht sollte ich den Dolch auch wegstecken? Ja, mal gucken. Ich will ihn nur bewusstlos haben, damit er sozusagen nicht Alarm rufen tut. Okay, da geht jetzt noch jemand ins Bett. Und sonst scheint das hier auch keinen zu stören. Gut, ich werde das jetzt mal machen. Ich werde jetzt hier, ich will jetzt hier keinen umbringen oder ähnliches. Das heißt, ich werde den Dolch in die Satteltasche verstecken. Ja, so, dann wollen wir mal gucken. Wir sind jetzt hier unbefugt. Den haben wir noch leicht hingekriegt. Tür schließen. Leise, 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 leise. Psch. Keine Sporen. Gucken. Wahrscheinlich in der schweren Truhe. Ah, auch keine Sporen. Die ist ja jetzt gar nicht mehr schwer, die ist ja jetzt leicht. Edle Sporen. Da haben wir sie doch. Aber hier nicht noch... Nee, das war's eigentlich schon. Na gut, dann schnell wieder raus, bevor sie wieder wach werden. Natürlich Fackel ziehen.
aufs Pferd aufsitzen und... Ja, jetzt müsste ich eigentlich nur reiten ein Stück, ne? Ich glaube, es wäre besser, wenn wir reiten, auch durch die Nacht. Muss mich hier nur ein bisschen irgendwie versuchen zu orientieren. Ist im Dunkeln immer sehr schwer für mich. So, das ist der Marktplatz. Okay, gut. Noch ein Stück weiter geradeaus. Wir müssen irgendwann den Fluss überqueren können. Irgendwann muss ich ja im Fluss kommen. Oder nicht? Gut, aus der Stadt sind wir jetzt schon raus. Einfach drauf achten. Den tue ich nicht. So, ich mache das mal kurz anders. Ich werde mal kurz die Fackel wegstecken. Und da ich halt sowieso reiten muss, gucke ich mal, habe ich noch einen Nachtfalkentrank da? Natürlich haben wir noch einen. Gönnen wir uns mal einen. Ja, so sehe ich doch schon viel mehr. Keine Bewegung. Ja, nee, keine Bewegung? Was? Wie, das war's? Na gut. Was du denn? Ein Bandito. Deine Groschen und mein Pfeil will ich haben. Und ansonsten, na gut, Ringelblumenaufguss können wir noch nehmen. Verbesserter Lang- und Spitzen- und Wildschweinhauer. Stachel, eigentlich ein richtig gutes Kurzschwert. Ach komm, das gibt uns beim Müller nochmal eine gute Erholung. So, Bandito. War natürlich dein Pech. Ja, ich weiß, du möchtest bestimmt jetzt, dass wir uns jetzt noch was suchen und so, aber... Ja. Ich würde gern gucken, dass ich jetzt hier zum Fluss komme und dann hier auch irgendwie rüberkomme. Weil irgendwie reite ich ja jetzt hier wieder in die falsche Richtung. Ja. Aber so mit dem Nachtsichtrank ist das viel angenehmer. Ja. Muss er hier denn irgendwo rübergehen? Nein. Ja, ich wollte gerade sagen, wieder Stahlbüsche. Aber nee, hier ist es. Hier ist es. Ich bin ein bisschen falsch abgebogen. Basiert. So, dann wollen wir mal gucken. Alle hops. Ui, sogar über zwei Zäune drüber gesprungen. So, werter Müller, ich habe Ihre Reitsporen. Jetzt muss ich mir nur noch sagen, wo du bist. Stimmt im Bettchen. Ich glaube, du hast nichts dagegen, dass ich jetzt hier mal kurz reinkomme. So, Tür öffnen. So, Simon. Komm, aufstehen. Kann ich jetzt mit dir reden? Jetzt kommt er sogar mit raus. Was hast du hier zu schaffen? Na. Hey, wer ist da? Er macht halt wieder die Tür vor mir zu. Na gut, dann warten wir jetzt einmal kurz bis 10, bevor er mir wieder schnarchen tut. Das Ohr abschnarchen. Wie gesagt, eigentlich so Müller, ne, der muss doch auch verstehen, dass man sowas bei Nacht durchzieht und dann auch eigentlich schnell die Sachen dann auch nachts abgeben möchte. Ich würde es jedenfalls so machen. Aber gut. Der Müller ist nicht ich und ich bin nicht der Müller. Also
Und ich arbeite auch nicht in so einem Geschäft, also. So, da rennt er doch schon rum. Simon? Grüß dich, werter Herr Ritter. Wie kann ich dienen? Hier sind die Sporen des Schusters. Wunderbar. Für die bekomme ich ein paar Groschen. Hier, dein Anteil. Und das war's jetzt damit auch schon. Das heißt, wir haben das jetzt hinter uns. Jetzt wollen wir mal gucken. Auf nach Neuhof. Wir haben noch Zeit. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir das hinkriegen. Wichtig ist, wir dürfen nicht schnell reisen danach. Und ich glaube, Neuhof, ja komm, Neuhof ist besser dafür. Da sind wir noch ein bisschen besser als in U-Schütze dran. Bezüglich, es sollte eigentlich uns eigentlich auch leichter fallen, ein Pferd zu klauen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt einfach bei Tag ein Pferd klauen sollten oder nachtmäßig. Und irgendwie wusste ich das. Komm her, du Weichei! Ja! Wow! Da hat mich das Spähen aber wirklich früh rausgelassen, wa? Natürlich kannst du mich schon wegschieben hier. Au, da habe ich einen Pfeil abgekriegt. So, ich hoffe, der bleibt tot. Ich ergebe mich. Du hast dich hier nicht mehr zu ergeben. Oh Gott. Das war's schon. Bandito. Mhm. Groschen nehmen wir mit. Verbesserter Spitzenpfeil können wir auch mitnehmen. Wildschweinhauer können wir mitnehmen. Wie gesagt, wir wollen uns jetzt nicht zu voll fühlen hier. So, wo sind die anderen beiden? Die waren ja hier direkt neben meinem Pferd, ne? Ne? Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Okay, ich glaube, ich finde die gerade nicht. Oh, hallo Hase. Huch. Der hat mich ja schon fast begrüßt hier. So, einen habe ich noch gefunden. 30 Groschen. Deine Rüstungssets und ähnliches nehme ich mir mal mit. Genauso wie den Silberring. Und da du mir gerade so wohlwollend diese Sets überreicht hast, werde ich sie mal kurz bei mir anwenden. Das ist das Kleinste. Komm, habe ich sogar noch was anderes mit repariert. Ich habe momentan sowieso zu viel von den ganzen mit. Aber ist ja nicht so weiter schlimm. So, dann wieder aufsitzen. Ja, ich weiß, Köter. Alles gut, alles gut. Mein kleiner Struppi, du. Erstmal nach Neuhof zu. So, Pferdediebstahl. Noch nie gemacht. Mal gucken, wie wir es jetzt anstellen. Ja. Aufsitzen und Pferd stehlen. Das Pferd ansehen. Schlechter in der Geschwindigkeit, Kapazität, naja, geht. Und Ausdauer geht auch. Gut, unseres ist natürlich auch top. Aber steht hier einfach nur rum. Gut, ich werde aber vorher nochmal die Quest aktivieren. Das wäre gar nicht mal so verkehrt. Diebischer Müller. Genau, dafür müssen wir nämlich nochmal Meriot jetzt das Pferd bringen. Dann probieren wir es mal. Hoppala. So, das war ja jetzt recht simpel. Oh, das ist aber langsam. Bin schnelleres Pferd mittlerweile gewöhnt. Aber egal. Probieren wir es. Das heißt, das bringen wir jetzt einfach nach Meriot. Und das war ja jetzt leichter als gedacht. Einfach nur aufsitzen. Fertig. Das hat kein Schwein mitgekriegt. So, jetzt darf das Pferd natürlich auch keine Beschädigung oder ähnliches haben. Das heißt, ich werde durch die Kämpfen aus dem Weg reiten. Dafür dürften jetzt unsere Reitskills OP sein. Wir haben das Reiten schon auf sehr hohem Niveau gemeistert. Jetzt müssen wir nur nach Meriot kommen, ohne das Pferd zu verlieren.
Dann müssten wir da jetzt eigentlich dann auch nur noch absteigen und dann wieder aufsteigen. Und dann haben wir eigentlich ein Pferd geklaut. Was von Meriot ist, obwohl es aus Neuhof ist. So die Theorie. Dann wollen wir mal gucken, ob die Theorie auch in die Praxis umzusetzen ist. Ich hoffe, ich reite noch richtig. Also, das rote A sieht gut aus. Oha. Na, dann gehen wir lieber hier quer durch den Wald. Und ich darf nicht vergessen, das Pferd ist nicht so gut wie meins. Ich muss den Gaul auch mal ab und zu ein bisschen Frischluft lassen. Traben wir mal kurz ein bisschen. Ja. Ja. So, jetzt können wir wieder. So, und dann muss es ja dann noch zum Müller geritten werden. Das heißt, auch da keine Schnellreise. Aber ich sag mal so, das kriegen wir schon hin. Hoffnungsvoll gehe ich dagegen hin. Ja, das ist doch schon eine ganz schöne Strecke. Da merkt man mal eigentlich so, wenn man die Strecken so selber reitet, wie weit das eigentlich ist. Aha, hier ist eigentlich auch immer random Ereignis. Sie. Ja, ja, siehst du? vergiss es. Mittlerweile kenne ich dich schon wie meine Westentasche. Wo ihr mich überall angegriffen habt und so. So. Ist noch ein Stückchen. Schauen wir mal. Wanderer. Treffen wir in letzter Zeit ziemlich viele Wanderer. Das sind alle nur Taschendiebstahlopfer. Wo wahrscheinlich. So, jetzt sind wir ja schon fast da. Jetzt haben wir es fast geschafft. Den letzten Rest, den schaffen wir auch noch. Nur jetzt nicht von Wachen oder ähnliches erwischen lassen. Okay, wir sind jetzt hier. Und dann werde ich es mal so abstellen, dass da jetzt nicht gleich uns jemand in die Haare kommt. Aber wir sind noch im Questgebiet. Einmal absteigen. Aufsitzen und stehlen. Leider nicht. Also Quest sagt immer noch, wir sollen es hier stehlen. Schade. So, wir könnten jetzt nochmal ausprobieren. Jetzt treiben wir es nochmal auf die Spitze. Die Pferde werden gespeichert. Das heißt, wir haben ja jetzt eigentlich ein Pferd gestohlen, das dorthin gebracht. Jetzt rennen wir einmal kurz raus aus dem Gebiet. Kurz Ausdauer aufladen. Dann werde ich jetzt nochmal, ja, sagen wir mal, ein bisschen warten. Machen wir mal einen ganzen Tag. Wir warten jetzt einfach mal einen ganzen Tag ab. Mal sehen, ob das denn vielleicht irgendwas verändert. Oder ob das Pferd denn noch da ist oder nicht. Wie gesagt, ist ja jetzt nur theoretischer Natur. Es ist halt ein bisschen schade, dass die Pferde von Meriot jetzt ja natürlich alle verendet sind. Und wir jetzt quasi eigentlich die Quest dadurch nicht mehr abschließen können. Ist ein bisschen doof, dass es denn nicht wenigstens ein Pferd gibt, was es denn man denn trotzdem noch hätte holen können. Ne? Kann ja dann meinetwegen auch das Schwerstbewachte sein. Das wäre vielleicht noch cool gewesen, aber bei so vielen Quests kann man auch mal den Überblick verlieren. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt haben wir den ganzen Tag gewartet. Jetzt sagt er mir hier wieder die Quest an. Und
Das Pferd ist hier jetzt sogar. So, auch wenn das jetzt gleich heißt, dass wir, machen wir mal kurz anders. Mal kurz ein Schnäpschen gesoffen zum Speichern. Ich will nur wissen, ob es klappt. Ja, das ist das, Pferdchen. Ja. Das scheint auch keinen zu stören, dass ich jetzt das Pferd geklaut habe. Ja. Wagemutiger Schelm. Erst jetzt kümmert es das den Leuten. Aber ich soll immer noch ein Pferd vom Gestüt von Meriot klauen. Okay, man, gut, dass wir gespeichert haben. Da würde ich sagen, machen wir jetzt hier an dieser Stelle nochmal einen klitzekleinen Cut. Ich werde dann nochmal den Spielstand laden und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis dann.